Servus und herzlich willkommen zu einem Angezockt hier beim Electrician Simulator. Und zuallererst geht mal ein Dank raus an die Publisher, die mir einen Key zur Verfügung gestellt haben, dass ich euch das Spiel vorstellen und zeigen kann. Ich habe mir jetzt schon mal zumindest den Ersteindruck hier mit den Optionen geholt. Ansonsten starte ich voll kalt in das Spiel wieder mal rein, so wie ich es halt meistens mache mit meinen Angezockt-Spielen, weil ich einfach mit euch gemeinsam hier die Fehler sehen möchte und wie dumm ich mich halt anstelle dabei. Das wisst ihr ja. So, machen wir mal ein neues Spiel. Möchtest du ein neues Spiel beginnen? Jawohl, möchte ich. Habe ja noch keins gehabt. Es wird extra die Warnung vorab genannt, man solle das nicht zu Hause nachmachen. Alle elektrischen Arbeiten mögen bitte durch Fachpersonal gemacht werden. Naja, schauen wir mal. So, willkommen zu Hause, Junge. Ich meine, willkommen in deinem Haus. Du hast es geschafft, auszuziehen. Deine Mutter und ich sind überglücklich. Ich persönlich bin sogar noch stolzer, weil du dich entschieden hast, das Erbe deines alten Herrn anzutreten. Das aufregende Leben eines Elektrikers liegt vor dir. Lass mich kurz daran erinnern, worum es in diesem Beruf geht. Okay. So, lade den Schrott aus dem Auto, finde VR-Brille, erledige Aufgaben. Okay, Aufträge und Aufgaben. In der linken oberen Ecke kannst du deine aktuellen Aufgaben und Aufträge sehen. Es geht mich ja nichts an. Aber kannst du bitte den ganzen Schrott aus deinem Auto auspacken? Auf diese Weise kannst du das Auftragssystem testen. Okay, mach mal halt. Kompass, oben kannst du den Kompass sehen. Dort kannst du alle wichtigen Gegenstände finden. Im Moment hilft er dir, den Schrott in deinem Auto zu finden. Ja, ich müsste mich nur bewegen können. Ruf und Geld. Zu guter Letzt dein Geld und dein Ruf. Hier, nimm diese 200 Taschengeld. Ich bin heute gut drauf. Bin ich der coolste Papa? Bin ich nicht der coolste? Ja, ja. Jede erledigte Aufgabe bringt dir zusätzlich Geld und Ansehen. Eines Tages wirst du ein angesehener Elektriker sein, genau wie dein alter Herr. Na dann. Jo. Okay, ich muss sagen, grafisch schon mal auf den ersten Blick, jawohl. Das gefällt mir. Das taucht mir. So, interagieren mit Linksklick. Ach so, kann ich die alle nehmen? Das ist ja gut. Jawohl, finde die VR-Brille. Die VR-Brille, die VR-Brille. Wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbeigeguckt, ne? Aber ich schätze mal, die liegt dann hier am Tisch, oder? Da oben irgendwo? Hier ist auf jeden Fall der Laptop. Ach da, da liegt sie doch. Auf der Ladefläche. Gelöscht. Toll, das Auto ist ausgeparkt. Geh nun zu deinem Laptop, wähle Logo und Namen deines Unternehmens und nimm den ersten Auftrag an. So, Laptopklappe schließen, halten, Inspektionsmodus halten. Halte, um in den Interaktionsmodus zu gelangen. Nee, halt mal klicken, ne? So, wähle dein Firmenlogo-Entwurf aus. Du magst also Drähte. Was, wenn du jeden Tag von Drähten träumst, ist dieses Logo-Design perfekt für dich. Sieh dir nur diesen Stecker an. Du bist schnell wie der Blitz. Gelb ist deine Lieblingsfarbe und das Brummen von Elektrizität ist dein Lieblingsgeräusch. Bist du der Donnergott? Menschen zu helfen ist dein Ding, oder? Dieses Logo bedeutet, dass es deine Lebensaufgabe ist, die Elektronik der Menschen zu reparieren. Das Haus des Kunden ist Liebe, das Haus des Kunden ist Leben. Ja, schnell wie der Blitz bin ich nicht. Von Drähten träume ich nicht unbedingt. Dann helfe ich doch eher Leuten, oder? Würde ich sagen. Nächster Schritt. Firmenname. Bobas Blitzbude. So. Willkommen, Posteingang. Hier werden alle deine Nachrichten angezeigt. Schau in den Posteingang, wenn du neue Kunden und Aufträge finden willst. Nimm die Aufträge an, die dir am besten gefallen und mach dich an die Arbeit. Shop, hier findest du alle Materialien für Elektroarbeiten, Werkzeuge, Kabel und. Nun, das ist alles für den Moment. Schließlich ist das nur eine Einführung. Alles klar. So. Elektrikerschein, Lampen, alles klar. Schön aufgemacht, muss ich sagen.
Eine der grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von Glühbirnen. Das machen die Kunden wirklich nicht gerne selbst, jetzt ernsthaft. Und das Reparieren von Schaltern. Heute bekommst du ein Zertifikat, das dich dazu berechtigt, diese Aufgabe auszuführen. Vergiss nur nicht, die Sicherung auszuschalten, bevor du mit den elektrischen Arbeiten beginnst. Zu erledigen der Aufgaben. Nimm die benötigten Gegenstände, schalte die Hauptsicherung aus, wechsle die Glühbirne, repariere den einzelnen Schalter, repariere den Doppelschalter, schalte alle Lampen an. Alles klar, machen wir. Da ist sogar ein Foto-JPEG mit dabei. This certificate is proudly presented to. Okay. Dann machen wir mal. Akzeptieren. Elektrizität kennenlernen. Herzlichen Glückwunsch, hier ist deine erste Mission, die in der virtuellen Realität stattfinden wird. Erfülle ein paar einfache Aufgaben und erhältst ein Zertifikat, das dich berechtigt, deine ersten Elektroaufträge anzunehmen. Okay, angenommen habe ich sie. Okay, muss ich jetzt hier unten? Wahrscheinlich, ne? So, setze die VR-Brille auf. Beginne das VR-Training. Das Spiel ist nicht auf VR ausgelegt, ne? Also sage ich gleich dazu, ihr braucht hier keine Brille. Okay, Glühbirnen und Schalter. Eine der deiner grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von Glühbirnen und das Reparieren von Schaltern. Heute bekommst du ein Zertifikat, jawohl. Gut, besorge dir ein Zertifikat. Nimm die benötigten zwei Gegenstände. Hui. Einmal, zweimal. So. Dann wollen wir mal den Sicherungskasten aufmachen. Oh, Sicherungskasten-Tutorial. Das sind Sicherungen. Sicherungen können ein- und ausgeschalten werden. Denk dran, rot bedeutet, dass sie an sind. Rot bedeutet Gefahr. Deshalb haben wir diese Farbe verwendet. Wenn du nicht weißt, wo eine Sicherung angeschlossen ist, schaltest du am besten die Hauptsicherung aus. Okay. Dann. Der ist aber doch jetzt grün. Jetzt ist er doch an, oder? Halten, um in Interaktionsmodus zu gelangen. Das ist jetzt, halten, um in den Interaktionsmodus zu gelangen. Ah, Name des Elements ändern. Zum Inventar hinzufügen. Schließen. Okay, wir haben es auf jeden Fall aus. Wechsle die Glühbirnen. Wandleuchte. Moment, da muss ich die 1, oder? So, zum Inventar hinzufügen. Gegenstand bewegen. Erweiterte Ansicht. Unterwegs wirst du oft auf kaputte Glühbirnen stoßen. Klicke einfach auf die Glühbirne, um sie zu entfernen. Manchmal wollen die Kunden Glühbirnen in verschiedenen Farben. Entferne einfach die funktionierende Glühbirne und ersetze sie durch eine in der entsprechenden Farbe. Okay, Y zurück. Navigation ist... Ah, Navigation mit Rechtsklick. Zoomen. Aha. Kaputt. Einmal raus, bitte. Dann nehme die 1. Haha. Okay, zoomen, interagieren. Zurück mit Y. Okay. Y. Oder muss ich Escape? Escape muss ich drücken. Okay. Das ist Schalter. Ich muss wahrscheinlich hier... Nee, was muss ich denn hier machen? Prüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Okay. Ausschalten. Jetzt hat es auf jeden Fall ausgeschalten. Sicherung haben wir ja draußen. Vielleicht machen wir alle Sicherungen raus. Hä? So, zack. Und das ist ein... Oh, linker und rechter Schalter ist es. Okay, gucken wir mal. Inspektionsmodus halten. Erweiterte Ansicht. Dein erster richtiger Auftrag wird eine Lichtschalterreparatur sein. Vergiss nicht, wenn du Strom arbeitest, solltest du zuerst die Sicherung ausmachen. Und dann einfach mal mit der Zunge rangehen an den Draht, ne? Drücke Linksklick auf verschiedene Teile des Schalters, um ihn zu entfernen. Du kannst die Kamera drehen und ein- und auszoomen. Versuche, den Lichtschalter zu entfernen. Jetzt wird es Zeit für etwas Schwierigeres. Kabel.
Wir helfen dir, sie an den richtigen Stellen anzuschließen. Achte einfach auf die Symbole Strom und Lampe und verbinde die beiden Phasen, Spannung und Lampe, mit den richtigen Löchern. Ja, wenn das hier wie bei uns ist, dann ist das ja kein Thema, ne? So, Navigationszoomen, interagieren. Okay. Ach, so ist es. Ja, dann nehmen wir mal den Schraubenzieher. Oh, ist das cool gemacht. Echt cool gemacht. So, dich kann ich auch einfach wegtun. Schauen wir mal. Wir haben hier Lampe. Das ist der Strom hier. Okay. Ja, normalerweise sollte dann doch der Strom... nein. Hier rein, oder? Ah, ich muss erst mal hier mit dem Schraubenzieher aufmachen. Genau, dann schraube wieder rein. Gut. Dann schraube raus. Ist ein bisschen tricky. Ah, nee. Raus damit. Ah, okay. Und dann hier, zack. Rein damit. Drauf damit. Schrauben drauf. Und Deckel drauf. So, einmal raus und dann müsste die Lampe auch gehen. Wenn die Sicherung an ist, heißt es. Wenn alle Sicherungen an sind. Ups, sorry, ich wollte dich nicht runter tun. Jawohl, also die brennen schon mal. Dann machen wir den Hauptschalter wieder aus. Prüf auf die... Ja, ja. Ah, Moment, jetzt müssen wir ja das da auch noch machen, ne? Repariere den Stoppelhalter. Was? Ja, ja, das bin ich ja gerade dabei. So, erweiterte Ansicht. Doppelschalter sind den Einzelschaltern sehr ähnlich. Sie haben nur ein zusätzliches Kabel. Allerdings können Schalter auf verschiedene Arten defekt sein. Manchmal sind sie falsch angeschlossen, manchmal überhaupt nicht. So, das werden wir jetzt rausbekommen. Weg mit euch. So, zoomen wir mal ein bisschen hin. Wir machen die Schräublein raus. Okay, der ist auf jeden Fall falsch angeschlossen. Achso, ja, zuerst die Schraube rausdrehen. Sorry. So, weg mit dir. Du kommst nämlich, Moment. Also, das ist die Stromzufuhr, das ist die Lampe 2, das ist die Lampe 3. Und das ist Strom. Alles klar. Dann machen wir erst einmal Strom hier. Jetzt bin ich gespannt. Du bitte. Dahin. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ne? Was wollen sie hinhaben? Im Grunde ist es da egal, ob es die linke Buchse oder die rechte Buchse ist. Weil das sind ja beides Ausgänge. Also ich kann hier im Grunde auch zu einer anderen Lampe nochmal gehen. Das ist Eingang, das ist Ausgang. So. Zack, zack. Wir hauen die Schräubele rein. Wir packen die Schalter drauf. Und dann sollte das doch passen, oder? Machen wir mal an. Pating! Jawohl, Mission erfüllt. Nice, nice. Glückwunsch, du hast die alle Aufgaben erfüllt. Geh zur Tür, um den Ort zu verlassen. Nice. Ja, dann verlassen wir mal den VR-Brille. Elektrischer Strom kann tödlich sein. Oh ja, seid da immer vorsichtig, wenn ihr da irgendwas macht. Errungenschaft freigeschaltet, bereit zum Start. Wart. Eine deiner grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von, ja, besorge ein Zertifikat, bla bla, überall 20 XP.
Doppelschalter, Baubes Blitzbude, jawohl, 21.09. Also heute kommt auch, an diesem Datum kommt heute auch das Spiel raus. Vermutlich so 17, 18 Uhr. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich schaffe das alles jetzt halt mit Rendern und so weiter. Aber ihr solltet das Spiel definitiv rechtzeitig sehen, dass ihr euch entscheiden könnt, ich nehme es oder ich nehme es nicht. So, neue Nachricht. Hallo, Herr. Ich habe diese alte Konsole. Halten, um in den Interaktion... Schauen wir mal. Gehen wir mal. Steuerungsbatterie tot und Dunkelheit im Badezimmer. So, da haben wir jetzt... Das ist cool gemacht, wirklich. Das haben wir. Cool. Und das wären jetzt quasi die neuen. Was machen wir denn? Machen wir die Steuerungsbatterie oder machen wir empfohlene Artikel? Prüfe die Lampe, prüfe die Glühbirne, überprüfe den Schalter. Jetzt machen wir mal das. So, sehr gut, hast deinen ersten Auftrag angenommen. Unten in der Nachricht des Kunden findest du eine Liste mit vorgeschlagenen Artikeln. Du kannst überprüfen, welche Artikel du brauchst, sie in den Warenkorb legen und im Electrify-Shop kaufen. Empfohlene Artikel, das ist ein Kreuz, Schlitz, Schrauben, Zier, Dreher, nicht Zier, das ist immer der Dreher, ne? Und eine E14er Glühbirne weiß, alles klar. Ja komm, kaufen wir doch gleich zwei. Sind wir mal nicht so, oder? So. Das ist empfohlen. Ja, dann passt doch. Ja. Ich möchte aber trotzdem hier mal noch ganz kurz gucken. Da sind... Oh, das ist schon... Nice, oder? Verschiedene Glühbirnen, verschiedene Schalter, Ventilatoren, Radio, Lampen. Also unterschiedlichsten Lampen, das ist klar. Nice. Aha. Das ist der kostenlose. Das sind dann die beste und schnellste. Die sind dann wahrscheinlich schneller einfach, ne? Oh, leider kein Schnäppchenangebot heute. Naja, cool. So, nimm Gegenstände mit, die du für den Auftrag brauchst, Hammer. Verlasse das Büro. Ach, da kann ich dann entweder die Tür oder das Auto, ne? Wir fahren natürlich zum Auftrag. Willst du den Auftrag beginnen? Ja. Auch schön. Drücke Tab, um das Schnellmenü zu öffnen. Alles klar. Hallo. Und schon stehen wir mitten in der Bude ohne Klopfen oder... Oh, ist das für mich als Belohnung? Tür geschlossen. Ach, schade. Sicherungskästen. Und wir sollen... Was sollen wir machen? Prüfe die Lampe. So, Gegenstand bewegen, erweiterte Ansicht, geht nicht, oder wie? Ich kann da gar nichts machen, okay. Prüfe die Glühbirne. Halte, um in den Interaktionsmodus zu gehen. Ja, das weiß ich schon. Warte mal, ist denn hier alles an? Also hier ist auf jeden Fall die Sicherung an, das sieht man, drückt alles drin. So, hups, jetzt hat es mich rumgedreht. Die Lampe geht auch. So, wo ist der Schalter für die... Da. Jawohl, welche davon ist... Was war jetzt das? Hat es mich weggehauen? Schon wieder? So, also die Glühbirne, die kaputt ist, ist so wie es ausschaut, die hier vorne, ne? Oder sind es sogar zwei? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal da drauf. Ja, okay, ich muss aushaben und muss dann wahrscheinlich die Sicherungen ausmachen, ne? So, und da ich ja ein vorsichtiger Mensch bin und nicht weiß, welche Lampe da dran hängt. Okay. Mission erfüllt, 7 überprüfe den Lichtschalter. Jetzt warte mal, Gegenstand bewegen kann ich auch nicht. Halt, ja, habe ich doch gemacht. Ja, die Sicherungen sind ausgeschaltet, das weiß ich schon. Jetzt warte mal, wir gehen mal, wir schauen uns das einmal an. Geht nicht, ne? Okay, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht doch mit dem Schraubenzieher in der Hand. Weitere Ansicht, Gegenstand bewegen, zum Inventar hinzufügen, geht alles nicht.
Die 3. Ja, ich will ja die Lampe prüfen. Mein Lieber. Das will ich ja. Was haben wir da? Nein, die Sicherungen sind ausgeschaltet. Oder soll ich die jetzt nochmal anmachen? So. Das sind dann manchmal solche Sachen, die ich dann nicht kapiere. Weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Dunkelheit im Badezimmer. Oh, meine Güte. Wir haben ja hier kein Badezimmer. Hier haben wir Badezimmer. So, gucken wir mal. Wechsle die Glühbirne. Okay, normalerweise sollte bei einer Glühbirnenwechsel nichts passieren. So, überprüfe Lampe einschalten, überprüfe den Lichtschalter. Alles klar. Prüfe, ob die Kabel richtig angeschlossen sind. Alles klar. Aber da machen wir auf jeden Fall das aus, ne? So, Schutzschalter. Schutzschalter dreiphasig, einphasig. Da ist halt nichts beschriftet, ne? Das ist halt anders als daheim. So, schauen wir halt einmal, welche das ist. Im Normalfall passiert nichts, solange ich nicht an die... Okay. Das ist auf jeden Fall ein einadriger. Verbinde die Kabel im Verteilerkasten. Ja, Lampe einschalten. Sekunde. Da ich nicht weiß, wie gesagt, welcher der einphasige ist. Die sind alle einphasig. Ne? Dann kannst du ja auch alle ausmachen. Troll. So. Zack. Mal ein bisschen ranzoomen. Ah, ist das toll. Warte mal, wir gehen in den äußeren. Ja, nee. Hier rein, bitte wieder. So. Einmal raus. Einmal Klick. Okay. Der Strom muss natürlich an sein, ne? Ist klar. So. Und zack. Jawohl. Wunderbar. Einmal Tür zu, bitte. Dann hier die Klappe zu. So. Fröhliches Leben. Wir gehen zurück ins Büro. Glückwunsch, dass die Aufgabe erfüllt. Geht zur Tür, um den Ort zu verlassen. Yep. Denk dran, stecke deine Finger nicht in die Steckdose. Ja, passieren tut da im Grunde nichts, solange ich nicht mit irgendeinem Nagel oder sowas reingehe. Ne? Mit dem blanken Finger komme ich an den Strom nicht ran. So, Dunkelheit im Badezimmer. Auftrag erledigt. Wir haben eine Errungenschaft. Ich liebe die Kunden. Ich wollte das Licht über meinem Badezimmerspiegel anmachen und wie ist das passiert? Blabla, überall... Lampe einschalten, 0 XP? Das ist eine ganz schöne Herausforderung, Lichtschalter zu drücken, ne? Ah, das Ganze geht auch noch auf Zeit. Mhm. Nice. Jawohl, du hast ein neues Level erreicht. Neue Nachricht, Elektrikerschule, deine nächste Aufgabe ist der Umgang mit. Das werden wir aber dann beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Ich muss sagen, mich spricht das Spiel extrem an. Und werde auf jeden Fall noch hier 2-3 Parts machen. Mal gucken. Auf euer Feedback bin ich auf jeden Fall gespannt, ganz klar. Gut, ansonsten lasst mir gern Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.